Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Tokyo Extreme Racer. So, mir ist gerade was aufgefallen. Ich war ein bisschen am Grinden. Lief, ja, gut, es lief jetzt semi so gut. Aber ich habe mal die andere Richtung ausgewählt. Und ja, plötzlich haben wir neue Gegner hier. Also wir fahren jetzt rückwärts. Ja, und hier tauchen dann plötzlich neue Gegner auf, die wir alle noch nicht gemacht haben. Und ja, deswegen sind wir jetzt mal hier. Und ja, eventuell können wir den einen oder anderen Geld bekommen dafür. Und vielleicht das eine oder andere ja, neue Storyboard. Ja, ich bin halt am Grinden gewesen, um halt unseren stärkeren Wagen aufzurüsten. Okay. Warum auch immer ich jetzt nur 80 bekommen habe. Also wir haben verloren, so, ne? Das heißt es. Ja, weil wir runtergefahren sind, weil wir hochgefahren sind und nicht runter. Gegner wollte wohl oben fahren und nicht unten. Andersrum. Leute, nicht nach oben. Tja, das heißt, wir müssen wieder zurück. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Projekt spielen werde. Wisst ihr was? Ich mache mal einen kurzen Cut. Irgendwie hat die Elgato keine Lust mehr. Kleiner Cut, sorry. So, da sind wir wieder. Und ich habe den Kollegen kurz mal eingeholt, dass wir einmal erneut gegen ihn kämpfen. Denn wir müssen ihn besiegen und die Kohle brauche ich halt, damit ich unseren neuen Wagen aufrüsten kann. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Projekt machen werde. Weil im Grunde so wirklich storymäßig haben wir ja hier nicht viel. Und ja, sagen wir mal ehrlich, ich meine, jetzt allzu viel werden wir hier wohl nicht erledigen können, finde ich. Ich werde jetzt die ganzen Sachen einmal durchfahren, sobald wir halt genug Kohle gesammelt haben. Und ja, meinen einen Wagen halt aufrüsten. So, das sind zwei Stück. Wir warten jetzt, bis sie uns überholen. Ah, ne, ist nur der eine, okay. Ja. Den einmal herausfordern.
Hoffentlich Erotika. Alles klar. Ne, sobald wir hier alles besiegt haben und keine nennenswerten neuen Gegner aufgetaucht sind, ja, weiß ich nicht, dann ist das Projekt für mich beendet. Na, und wir beschäftigen uns dann mit anderen Spielen, die ich noch habe und die sehnsüchtig drauf warten, dass wir sie beenden. Ja, ist halt so, ne? Genau. Ja, ansonsten. Also vom Spielprinzip her finde ich das super. Sag ich ganz ehrlich. Das Einzige, was ich doof finde, aber das kann man halt so und so sehen. Ne? Ich meine, es passt auf jeden Fall in den Bereich. Was ich halt doof finde, ist einfach, dass ich hier rumfahren muss, um die Gegner herauszufordern. Und ja, dass wir hier echt sehr, sehr, sehr wenig Kohle bekommen, das kotzt mich doch schon tierisch an. Aber dadurch würde das Spiel wahrscheinlich auch zu schnell beendet sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber trotzdem. Ich meine, das Spiel halt jetzt. Boah. Wie viel habe ich das geholt? Keine Ahnung. 2-3 Euro vielleicht? Ach Mist. Ja, der akzeptiert, okay. Problem ist nur, okay. Dass der andere da hinten ist. Also das finde ich halt ein bisschen doof an dem Spiel. Ansonsten, ey, wie gesagt, es macht mir Spaß, so, ne? Die Steuerung dürfte ein bisschen angenehmer von der Hand gehen, finde ich. Aber es ist halt sehr realistisch getrimmt, das Game, ne? Okay, wir haben jetzt noch ein paar vor uns. Kommt der denn auf meine Schiene gleich? Ach hier. Ja. Der hat mich jetzt herausgefordert, okay. Muss dagegen. Ich wollte sowieso gegen dich fahren.
Boah, das war jetzt sehr haarscharf. Sag ja, lenken tut sich das Ding einfach scheiße. Aber cool, dass wir auch wissen, wann wir mal eine Herausforderung canceln können. Tun wir in der Regel aber nicht, weil, ja ey, die Kohle brauche ich halt. Okay, dadurch haben wir den auch besiegt. Aber nur 840 bekommen, ist einfach zu wenig. Ist zu wenig. Leute, ganz ehrlich, zu wenig. Ich brauche mehr Kohle. Aber wie gesagt, cooles Spiel. Auf jeden Fall. So für zwischendurch. Why not? Das Spiel ja auch schon ewig. Liegt bei mir auch locker 4 Jahre jetzt schon rum. Ich hab's früher schon mal gespielt gehabt. Ganz, ganz früher. Und ich kam mit der Steuerung einfach null klar. Und dachte, okay, ja gut, dann werde ich's wohl. Ich hab's dann wieder verkauft, so, weil, ja. Es mir überhaupt nicht zugesagt hat. Steuerung halt merkwürdig, ja, und. Ich sag mal so, ich bin tatsächlich mehr für Rennspiele mit Story irgendwie. Oder es ist halt reine Simulationsgames wie eine Art Gran Turismo. Ne? Aber ich stehe tatsächlich mehr auf Story-Rennspiele mehr. Macht einfach mehr Spaß, finde ich. Und ich mag halt einfach klassisch von unten nach oben sich beweisen. So, das mag ich irgendwie mehr. So, der hat Need for Speed ist ganz gut hingekriegt. Und ich muss tatsächlich sagen, so simulationsmäßig fand ich Shift dann schon extrem cool. In Form von, weil man sich da ja auch von unten nach oben hochgearbeitet hat. Oder hochgefahren hat. Ne? Fand ich super. Und sowas macht mir 100-mal mehr Spaß. Sowas sollte es öfters geben, finde ich. Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung. Ja. Ich bin ehrlich, ich würde mich freuen, wenn ich das Game hier durch hätte. Oder halt so weit, dass wir hier einfach nichts Neues mehr erleben. Ich meine, es steht zwar auf der Rückseite, das ist keine Ahnung. Um die 250 KI-Gegner gibt. Alle mit ihrer eigenen Fahrweise. Ich meine 250 wären es gewesen. Aber, muss ja nicht sein, dass wir alle hier erleben. Also ich bin nicht hinterher, gegen jeden gekämpft zu haben. Sondern mir reicht das auch einfach. Wenn wir alle jetzigen erlebt haben. Na gut, und in dem Fall halt besiegt, so, ne? Aber das Gute ist, wir kommen relativ gut voran. Ja, liegt jetzt aber auch nur daran, weil wir schon einen fertig getunten Wagen haben halt, ne?
Das Problem ist, für unseren anderen Wagen brauchen wir für das erste Tuning 10.000 und für die dritte Stufe brauchen wir 16.000. Ja. Genau. Naja, und dann müssen wir halt auch noch die anderen Sachen halt alle gefahren haben. Also die anderen Tuning-Teile will ich eigentlich auch ganz gerne haben. Ah, ich glaube, wir haben zu viel Damage an den Wagen. Deswegen hat der aktuell Probleme, hinter dem herzukommen. Ah, weil ansonsten kämen wir easy auf 170 und so dauert das echt sehr, sehr lange. Ja gut, wir haben jetzt auch viele Rennen hintereinander gemacht, so, ne? Na gut, und unser Wagen hört sich halt wie ein Rasenmäher an. Ist jetzt auch nicht so der Burner ist. Verlieren halt, weil der der ist super, aber der hat zu viele Rennen hinter sich, der hat Damage schon geballert bekommen. Wenn wir jetzt gleich auf normal 170, 180, 190 durchballern, mache ich den komplett auseinander. Schön, dass wir einen neuen Wagen freigestellt haben, ist mir aber vollkommen egal. Genau, Auto müsste ich machen und dann kommen die neuen Wagen. Oder die neuen Rivalen. Ja, weil die anderen habe ich halt alle herausgefordert. So. Ah, wir haben hier wieder ein paar neue. Na, das heißt, wir haben hier wieder ein paar neue. Wo wir Geld verdienen können, ist halt wichtig. Was heißt denn eigentlich Sudden Pinfall? Check ich nicht.
Gut. Die 2030 waren gut. Ja gut, das sind ein paar mehr. Rivalen? Ja, ist gut. Dann kommen wir vielleicht auf die 10.000 und können mit dem anderen mal anfangen zu fahren. Oh, okay, das sind Special Gegner. Ah, Wanderer wieder. Kämpfst du gegen mich auch? Tatsache, er kämpft gegen uns. Boah, die Musik ist aber auch echt gut. Na gut, er fehlte halt noch. Aber schön, dass er uns mal Bock hat, herauszufordern. Oder unsere Herausforderung halt angenommen hat. Das ist schon mal gut. Bah, krass. Bonus 5.400, 14.000 haben wir gekriegt. Wir haben einfach fucking 14.000! Krasser Scheiß! Das heißt, wir müssen jetzt noch gegen einen der kämpfen. Weil wir brauchen 16.060, glaube ich. Wenn wir die haben. Ja, ist unser. Ja. Ich glaube, da hat der. Unser. Anderer Wagen hat dann, glaube ich, irgendwas mit 360 PS. Also ziemlich ordentlich. Na, das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Schön! Wenn wir da gute Kohle mal bekommen mit den Rivalen, bin ich eigentlich echt happy. Nicht. Aber da hinten.
Sabrina ist unsere Gegnerin, okay. Schneller. Scheiße. Ja, Kurve falsch genommen. Und dadurch war halt scheiße dann. Hast tatsächlich nur gewonnen, weil mir die SP ausgegangen ist. Sonst hätte ich gute Chancen. Ja, es war einfach nur diese eine doofe Kurve. Na komm. Gleich nochmal. Wir müssen sie halt besiegen. Die fehlt uns noch. Aber sie fährt merkwürdig. Perfekt. So, da vorne haben wir noch einen. Guck, von ihr haben wir jetzt nur 800 bekommen. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Ja, zu wenig Kohle kriegt man hier einfach. Das ist von mir echt ein Kritikpunkt. Da muss ich sagen, ist echt doof. Wirklich doof. Würde mir mehr gefallen, hätte man hier. Oh. Ne, dass wir mehr Kohle kriegen könnten. Perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben 16.000. Yay. Richtig gut. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war mir eigentlich egal.
So, Car Change B, genau. B-Klasse. Natürlich nehmen wir den. So. Dann Parts Shop. Genau, der gibt uns 319 und der gibt uns 363 PS. Oh, 560 hat er sogar gekostet. Krass. Haben wir nur Glück gehabt, dass wir 570 haben. Wobei, wir können gerade mal gucken, wie viel die anderen Teile kosten. Naja, alles klar, so 6,4. Gucken wir mal, wie viel wir zusammenkriegen. Natürlich nehmen wir mit ihm auch die Autoroute. So, den einmal aus Testzwecken. Digga, was für ein Überholmanöver war das bitte schon von dem LKW? Digga, das war ja unnormal. Wir haben jetzt gerade wirklich deswegen verloren, ne? Weil der einfach mal... da reingefahren ist. Digga, dein Ernst? Wir brauchen Kohle, tatsächlich. Wobei ich noch nicht so ganz überzeugt bin von seiner von der Geschwindigkeit. Ich meine, das ist gut so, ne, dass runtergeht, aber die Leute sind ja auch nicht gerade schwach so, ne? Die Lenkung macht aber halt auch viel aus. Ja gut, der war jetzt pink gewesen, deswegen habe ich den jetzt angewählt gehabt. Die anderen sind grün, weil ich die besiegt hatte. Glaube ich jedenfalls. Dass das so aufgeteilt ist. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten werden wir es sehen. Er ist halt ein bisschen windig, hört man wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, Leute, wir sind jetzt wieder über eine halbe Stunde. Wir haben da noch drei blaue.
Ich fahr jetzt erstmal offscreen zu den einem hin und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part zu Tokyo Extreme Racer. Tokyo Extreme Racer. Ja, ganz merkwürdiger Name einfach. Auf jeden Fall sehen wir uns zu dem Spiel wieder. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich meine, es ist einfach mal ein bisschen angenehmer zu fahren und so. Weiß nicht, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ich werde das an den Klickzahlen sehen. Ansonsten, es ist sowieso ein Spiel in meiner Sammlung, die ich durchspielen wollte. Oder halt spielen wollte. Na, je nachdem, ob wir das Spiel irgendwann mal durchspielen könnten. Na, werden wir sehen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne? Haut rein.